Ja, hallo meine lieben Fußballfreunde. Herzlich willkommen zur Vorschau des WM-Halbfinales zwischen Brasilien und Deutschland. Ja, das Spiel findet am 8. Juli um 22 Uhr in Belo Horizonte statt. Ja, insgesamt gab es 21 Spiele zwischen diesen beiden Ländern. Die Bilanz führt dann doch klar die Brasilianer an. 12 Siege für Brasilien, 5 Unentschieden und 4 Siege von Deutschland. Ja, und das letzte und auch einzige Spiel zwischen diesen beiden Ländern bei einer Weltmeisterschaft war das Finale 2002 und da haben die Brasilianer mit 2:0 gewonnen. Und das letzte Spiel war aus dem Jahr 2011 ein Freundschaftsspiel, da haben die Deutschen mit 3:2 gewonnen. Ja, kommen wir zu den voraussichtlichen Aufstellungen bei den Brasilianern im Tor mit Julio César, dann in der Abwehr mit Marcelo. Dann wird wahrscheinlich Dante den gesperrten Thiago Silva ersetzen. Davon ist auszugehen, dann natürlich noch David Luiz, ja, und rechts, Maicon hat ja gegen Kolumbien überraschenderweise gespielt. Ja, er hat eigentlich recht gut gespielt, deswegen glaube ich, dass er auch da wieder spielen wird, oder vielleicht kommt wieder Dani Alves zurück in die Mannschaft. Ja, dann im defensiven Mittelfeld kommt auf alle Fälle Luis Gustavo nach seiner Gelbsperre wieder zurück ins Team. Neben ihm wird spielen wahrscheinlich Fernandinho, vielleicht aber auch Paulinho. Ja, dann im Mittelfeld, im Offensiven, natürlich wieder mit Hulk und Oscar. Und ja, leider hat sich ja Neymar leider schwer verletzt, hat sich einen Wirbel gebrochen gegen Kolumbien. Und er wird definitiv nicht zum Einsatz kommen. Für ihn glaube ich, dass Willian starten wird. Vielleicht auch Bernat. Ja, wir werden sehen. Und vorne wird wieder Fred stürmen. Ja, kommen wir zur Aufstellung der Deutschen im Tor. Natürlich wieder mit Neuer. Dann in der Abwehr von links nach rechts mit Hilfe des Hummels. Ja, neben Hummels dann entweder Boateng, der gegen Frankreich in der Innenverteidigung gespielt hat, statt Mertesacker. Vielleicht kommt auch Mertesacker wieder zurück in die Mannschaft, wir werden sehen. Und rechts wieder mit Lahm im defensiven Mittelfeld mit Schweinsteiger und Khedira. Dann im offensiven Mittelfeld mit Kroos, mit Özil und wahrscheinlich Müller. Und vorne wieder mit Klose. Ja, falls Klose nicht von Beginn an spielen wird, dann wird wahrscheinlich Müller wieder in den Sturm rücken. Und für ihn wahrscheinlich wieder Götze oder vielleicht auch Schürrle dann im Mittelfeld. Ja, kommen wir zum Spiel. Wir sind jetzt im Halbfinale und ich denke, ja, da kann man jetzt auch nicht wirklich von einem Favoriten sprechen. Es ist ein ausgeglichenes Duell. Die Brasilianer haben gegen die Kolumbianer ihr bestes Spiel bisher bei dieser WM gezeigt, haben wirklich sehr gut gespielt und eigentlich ja auch überzeugend gewonnen. Ja, Deutschland hat sich jetzt sehr solide präsentiert gegen die Franzosen, war jetzt nicht überragend, aber sie haben das Nötigste getan und auch verdient gewonnen. Und ja, jetzt die große Frage wird natürlich sein, wie wird Neymar den Brasilianern abgehen. Bis jetzt war er immer ein ganz, ganz wichtiger Spieler, hat immer wieder für die Offensive immer wieder angekurbelt und war ein ganz, ein wichtiger Spieler. Es ist die Frage, wie sie ihn ersetzen werden. Wie gesagt, ich gehe davon aus, dass wahrscheinlich Willian spielen wird, der zwar nicht annähernd so gut ist, aber zumindest auch ein sehr offensiv starker Spieler ist. Ja, und dann natürlich auch in der Abwehr. Ich denke, Thiago Silva ist natürlich eine Schwächung. Der Kapitän ist da hinten immer sehr sicher. Ich denke, Dante wird da hoch motiviert sein, quasi gegen das Land zu spielen, wo er selber spielt, nämlich in Deutschland bei den Bayern. Ich denke, er wird sicher hoch motiviert sein und ja, es wird auf alle Fälle ganz, ganz interessant. Ja, bei den Deutschen gibt es natürlich nicht so viele Verletzungsprobleme wie jetzt bei den Brasilianern, deswegen ich halte die Deutschen ein bisschen gefestigter. Und wie gesagt, sie sind irgendwie so richtig jetzt in Fahrt gekommen. Sie sind so richtige Turniermannschaft und ich denke, das ist so eine Phase, wo sie diese Erfahrung auch ausspielen werden. Auch wenn die Brasilianer wieder diesen Heimvorteil haben werden, es wird auf alle Fälle ein sehr enges Spiel. Und ich sage, auch wenn die Bilanz eher gegen Deutschland spricht, ich glaube, dass die Deutschen das ganz knapp mit 2:1 für sich entscheiden werden. Es würde mich auch nicht überraschen, wenn das Spiel in die Verlängerung geht oder vielleicht auch erst im Elfmeterschießen entschieden wird. Aber ich sehe trotzdem nicht nur wegen dem Ausfall von Neymar einfach die Deutschen
noch einen Tick vorne. Ich denke, sie sind diesmal noch hungriger, nachdem sie ja zuletzt zweimal Dritte geworden sind bei WM 2006 und 2010. Ich denke, diesmal packen sie es bis ins Finale und gewinnen das Spiel mit 2:1. Ja, das ist mein Tipp. Ja, jetzt meine Frage an euch. Wie tippt ihr? Wie glaubt ihr, geht dieses Spiel aus? Ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss, euer Little Piccolo.